Leroy Sané soll neuerdings zweifeln, was einen möglichen Wechsel zu den Bayern angeht. Derweil überlegt Thomas Müller wohl immer noch, die Bayern zu verlassen. Dann soll feststehen, wie hoch die Ausstiegsklausel im Vertrag von Erling Haaland ist. Und wir haben die 5. Trainerentlassung der Bundesliga in dieser Saison. Das alles und mehr jetzt bei TMTV. Bei den fixen Transfers beginnen wir mit zwei Inter-Abgängen. Zunächst ein Stürmer, der schon verliehen war, und zwar an Flamengo Rio de Janeiro. Gabriel Barbosa avancierte zum Held beim Titelgewinn der Copa, wo er beide Finaltore erzielte. Bisher, wie gesagt, nur verliehen. Jetzt zog Flamengo die Kaufoption. 17 Millionen Euro beträgt die Ablöse für den Mittelstürmer. Und Inter gibt auch Matteo Politano, den Rechtsaußen, ab, und zwar an Ligakonkurrent Neapel. Zunächst per Leihe, die Gebühr 2,5 Millionen Euro. Danach gibt es eine Kaufpflicht. 2021 muss Neapel 19 Millionen überweisen. Und ein Deal, der sich bereits angekündigt hatte, ist nun auch offiziell fix. Steven Bergwijn geht aus der Eredivisie von der PSV Eindhoven zu Tottenham. 30 Millionen Euro beträgt die Ablösesumme. Möglicherweise kommen noch 2 Millionen an Bonuszahlung obendrauf. Nach Kulusevski und gemeinsam mit Reinier ist Bergwijn nun der zweitteuerste Transfer des Wintertransferfensters. Wir haben auch noch ein paar nationale Wechsel mit Bundesliga-Beteiligung. Zum Beispiel verlässt Alexandru Maxim Mainz 05, und zwar ein halbes Jahr auf Leihbasis. Es geht in die Super League, und zwar zu Gaziantep FK. Gleich zwei Talente vom FC Bayern, die in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga zum Zug kamen, gehen zu Willem Twee, schließen sich dem Team aus der Eredivisie an. Und zwar Ogivrid, der Stürmer, der ja auch schon häufiger im Profikader stand, und der Linksverteidiger Derek Köhn. Beide wechseln im Sommer. Ja, und die Bayern holen ein Talent zurück, und zwar Wu Jeong. Der war im Sommer zum SC Freiburg gewechselt und wird nun zurückgeholt für die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Und zwar erst einmal auf Leihbasis bis zum Sommer. Das Gerücht um Leroy Sané und den FC Bayern lässt uns natürlich auch im neuen Jahr nicht kalt. Immer wieder gibt es neue Berichte. Vor kurzem wirkte es so, als ob ein Transfer nur noch Formsache sei. Nun aber berichten sowohl die Bild als auch die Welt, dass der Spieler nun an einem Transfer zum deutschen Rekordmeister zweifeln soll. Und zwar liegt das angeblich daran, dass Hasan Salihamidžić gesagt hat, im Winter keine neuen Spieler mehr verpflichten zu wollen. Für Sané selber wäre das nach seiner Knieverletzung aber wohl eine Art Vertrauensbeweis gewesen. Den hat Bayern nun nicht erbracht und der Spieler soll ins Grübeln geraten sein. Wir sind mal gespannt, was da dran ist, und haben auch noch mal zwei Aussagen. Einmal eine Meinung bei uns aus dem Forum. Wenn Sané auf dem Markt ist, muss man ihn holen. Besser als Lemar, Perez und Konsorten, die in den vergangenen Wochen so im Gespräch waren. Und Clubboss Karl-Heinz Rummenigge sagte über den Sané-Poker: Sollten wir grundsätzlich noch Interesse haben, was ich nicht ausschließe, werden wir zuerst mit dem Club sprechen, um eine freundschaftliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Also der Ausgang noch total offen. Ja, und es gibt auch eine Meldung von einem anderen Bayern-Akteur, und zwar berichtet die Sportbild, dass Thomas Müller weiterhin an einen Abschied vom FC Bayern nachdenkt, und zwar im kommenden Sommer. Es soll auch Interesse aus Italien und England geben. Zuletzt war Müller ja eigentlich zufriedener, weil er nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick wieder auf seine Spielzeit kam. Interessante Berichte gibt es aus Italien, und zwar von Experte Gianluca Di Marzio. Der berichtet, dass die Hertha mit einem Angebot für Torjäger Christoph Piontek gescheitert sein soll. Aber die Berliner sollen nicht aufgeben und noch einen Versuch wagen. In einem Update hieß es dann, dass es heute sogar ein neues Treffen gab. Hertha soll demnach 27 Millionen Euro plus Bonuszahlung bieten. Laut Sky sollen mehrere Clubs aus Italien an Wendell interessiert sein, von Bayer Leverkusen. Vor allem die AS Rom soll richtig heiß auf den Außenverteidiger sein. Erste Gespräche sollen auch schon stattgefunden haben. Der Vertrag des Brasilianers bei Bayer 04, der läuft noch bis 2021.
Das waren die Gerüchte mit Bundesliga-Beteiligung. Wir sind sehr gespannt, was eure Meinung zu all unseren Gerüchten ist. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir bewegen uns jetzt mal in den internationalen Raum und da soll es bereits eine Einigung geben zwischen zwei Vereinen. Das berichtet zumindest Metro. Arsenal und Schachtja Donetsk sollen sich nämlich grundsätzlich einig sein über den Transfer von Mykola Matwienko. Der Vertrag vom Innenverteidiger bei Schachtja läuft noch bis 2021 und Arsenal-Coach Mikel Arteta, der wollte ihn angeblich schon zu seinen Zeiten als Co-Trainer bei Manchester City unbedingt verpflichten. Interessantes Gerücht. In Portugal schreibt Abola: Die Saga hat ein Ende. Es geht um Bruno Fernandes, den Kapitän und die zentrale Figur von Sporting. Der wird ja schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit mit Manchester United in Verbindung gebracht. Er wird angeblich auch schon beim Medizincheck erwartet und die Ablöse könnte dann 55 Millionen Euro betragen. Hier haben wir noch einen Tweet von KW Solicol. Das ist ein Sky-Reporter, der schrieb, dass die Anwälte in Lissabon nur noch ein bisschen Papierkram erledigen müssen. Dann könnte der Medizincheck stattfinden. Ganz interessant, der KW Solicol schreibt von 67 Millionen Pfund. Das wären mehr als 70 Millionen Euro, also noch eine etwas höhere Summe. Und er schreibt auch, dass er am Wochenende spielen könnte, Bruno Fernandes, gegen die Wolves. Das wäre ja besonders interessant. Wir sind gespannt, behalten das für euch im Auge. Ja, und derweil hat Manchester United CEO Ed Woodward etwas klargestellt. Und zwar ging es um einen Leihspieler, um Alexis Sanchez, der aktuell bei Inter Mailand spielt. Ab Sommer wird wieder mit dem Chilen geplant. Das gab der CEO zu Protokoll. Barca sucht ja offensichtlich einen Stürmer, hatten wir in den vergangenen Wochen viele Gerüchte. Soll ein Backup bzw. ein Ersatz für den verletzten Luis Suarez sein. Hier sehen wir Rodrigo, der beim FC Valencia unter Vertrag steht. Der Deal soll jetzt angeblich geplatzt sein. Dafür haben wir schon direkt einen neuen Namen in der Gerüchteküche. Und zwar einen der Stars der vorigen Champions League-Saison. Dusan Tadic von Ajax Amsterdam, der hat noch Vertrag bis 2023 beim Meister der Eredivisie und gegen ihn spricht vielleicht das Alter. Er ist schon 31, aber trotzdem noch mit guten Statistiken in Holland. 12 Tore und 21 Vorlagen. Seit gestern ist auch die zweite Fußball-Bundesliga zurück aus der Winterpause. Herbstmeister Arminia Bielefeld konnte sich zum Auftakt mit 2:0 gegen den VfL Bochum durchsetzen. Die beiden Torschützen vom Dienst waren erfolgreich, Vogelsammer und Klos. Aber die Partie wird aufgrund einer anderen Statistik auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und zwar gab es ganze 13 Karten, die gezückt werden mussten vom Schiedsrichter. Das ist Anlass für uns einmal die Top 5 der Zweitliga Partien zu zeigen, in denen die meisten Karten gezeigt wurden. Wichtiger Hinweis, seit 81-82 haben wir gezählt, denn davor war die zweite Liga zweigleisig. Auch Rang 5, Union Berlin gegen Kaiserslautern. Robert Kempter gab 12 Karten, 12 mal gelb, immerhin ging es mit 22 Spielern vom Acker. Dann haben wir auf dem vierten Rang schon wieder Robert Kempter, und zwar bei der gestrigen Paarung. 13 Karten, einmal gelb-rot für Manuel Riemann, 12 mal gelb bei Bielefeld-Bochum. Also reiht er sich in den vierten Rang dieser in Anführungsstrichen besten Liste ein. Dann ein wahrlich bemerkenswertes Spiel zwischen Köln und Kaiserslautern. Thorsten Kienhöfer zeigte zwar in Anführungsstrichen nur 9 mal gelb, aber 4 mal gelb-rot. Adil Chihi konnte es nicht fassen. Damals trugen die Schiedsrichter noch Erima-Klamotten, als Aachen gegen Bochum spielte. 11-mal gelb, einmal gelb-rot und einmal rot durch Schiedsrichter Weiner. Schon einen Ticken länger her. Und dann haben wir den Spitzenreiter, den traurigen in Anführungsstrichen. Und zwar die Stuttgarter Kickers gegen Fortuna Köln. Thorsten Kienhöfer, der sich also ebenfalls zweimal in der Top 5 wiederfindet. 11-mal gelb, zweimal gelb-rot und einmal rot. Also insgesamt 14 Karten. Das sind wirklich denkwürdige Spiele und wie gesagt, auf dem vierten Rang reihte sich dann die Auftaktpartie des diesjährigen Herbstmeisters ein.
Am Freitag ist ein ganz besonderer Tag, da ist der Deadline Day. Wir werden bei TMTV natürlich den ganzen Tag wieder mehrere Live-Videos für euch produzieren, damit ihr auch immer up-to-date seid. In Deutschland dürfen Spieler dann bis 18 Uhr wechseln, das ist aber längst nicht überall so. Zum Beispiel in Italien, da geht das Transferfenster bis 20 Uhr, aber nicht für alle Vereine. Das ist durchaus ein Kuriosum, denn 6 verschiedene Vereine haben eine Stunde länger Zeit. Und zwar Bologna, Brescia, Cagliari, Parma, Sassuolo und die AS Rom. Die dürfen eine Stunde länger Transfers abwickeln als andere Vereine. Hintergrund, die spielen am nächsten Tag und eröffnen den 22. Spieltag der Serie A. Und England, Frankreich und Spanien, die dürfen übrigens bis 23.59 Uhr Transfers abwickeln. Alex Meyer, Fußballgott, so nennen ihn liebevoll die Fans von Eintracht Frankfurt. Der hat jetzt im Alter von 37 Jahren seine Karriere beendet. Der Stürmer stammt gebürtig aus Buchholz in der Nordheide, ganz nah hier bei uns. Wir produzieren ja aus Hamburg, das liegt im Süden von Hamburg, war dementsprechend auch beim HSV und bei Pauli aktiv. 13 Jahre bei der Eintracht, größter Erfolg der Pokalsieg. Und wir schauen uns nochmal das letzte Profitor seiner Karriere an. Durchaus sehenswert für die Western Sydney Wanderers in Australien. Da kickte er zuletzt gegen Melbourne Victory. Können wir uns auch durchaus nochmal in der Wiederholung anschauen und sagen alles Gute für die Zukunft, Alex Meyer. Fernandinho ist 3 Jahre jünger als Alex Meyer, 34, hat aber seinen Vertrag bei Manchester City nochmal verlängert, und zwar um ein weiteres Jahr. Sein jetziges Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen, nun bleibt er bis 2021. Und seinen Vertrag verlängert hat auch Nicolas Höfler, und zwar beim Sportclub Freiburg. Ursprünglich hatte der noch eine Laufzeit bis 2021, nun hat er verlängert, aber der Club hat nicht angegeben, wie lange. Fest steht aber, dass er der dienstälteste Profi im Kader des SCF ist, und zwar seit 2010. Laut einem Bericht der Sportbild ist nun bekannt, wie hoch die Ausstiegsklausel im Vertrag von Erling Haaland sein soll. Und zwar liegt diese angeblich bei 75 Millionen Euro. Dem Blatt zufolge kann er frühestens im Sommer 2021 von der Klausel Gebrauch machen. Ja, und Hannover 96 hat den Vertrag mit Dennis Aogo aufgelöst. Der lief nur in 4 von 14 möglichen Zweitligapartien auf. Aogo selber konstatierte, hat wohl einfach nicht gepasst. Und eine etwas überraschende Meldung. Friedhelm Funkel wurde heute Morgen als Trainer von Fortuna Düsseldorf entlassen. Und das kurioserweise, obwohl er gestern Abend erst als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet worden war. Und nicht nur das, mit diesem Urteil ist auch klar, Funkel beendet seine 29-jährige Trainerlaufbahn, will kein weiteres Amt mehr übernehmen. Sein Posten übernimmt Uwe Rösler, der vorher Coach bei Malmö FF war. Das war es dann auch schon wieder von der heutigen Ausgabe von TMTV. Schreibt gerne eure Meinung zu all unseren Themen in die Kommentare. Morgen dürft ihr auch natürlich gerne wieder einschalten, wenn der liebe Kollege Hannes Herrmann hier an Ort und Stelle für euch parat steht. Und wir haben jetzt noch 2 Videoempfehlungen für euch. Hier eine Ausgabe von TM Knows, warum man zu Manchester United nicht Menu sagen darf. Und hier unten seht ihr die heißesten Derbys der Welt. Viel Spaß weiterhin auf unserem Channel.